Ja, warten wir noch kurz. Drei. Kann mir noch eine Potion geben. Eine High Potion. Eins. Die zwei haben wir mal eben übersprungen gerade. Na? 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 Tod? Tod und Verderben? Null. No. Doch. So, Phönixfeder. Guck mal, da ist er wieder. Genau, kannst dich erstmal heilen, Junge. Ich mach mal mit. Einmal geht. So. Und jetzt schnell das Knöpfchen gedrückt und weiter gerannt. Wo ist das Knöpfchen? Wo ist das Knöpfchen? Wo? Oh. Da ist der Knopf. Nein. Oh, ich sehe nichts. Ich glaube, ich muss hier lang. Bin mir aber nicht sicher. Nein, ich bin falsch gegangen. Egal. So. Rein. Hier ums Eck. Und ciao. Jetzt aber. Ja, du darfst sie nochmal heilen. Tu dir keinen Zwang an. Bahn? Autsch. Was? Ich habe mal eben einfach so das Blutschwert gekriegt von dem Vieh. Was ist denn hier los? Da stand doch gerade Blutschwert, oder? Jetzt muss ich erstmal kurz gucken. Inventar. Waffen? Blutschwert! Ach, okay. Esch ist vergiftet. Das finde ich jetzt nicht so Bombe. Nein. Wobei, habe ich schon was gegen Gift? Doch, hier. Atoxi. Yay! Nee, den Knopf wollen wir jetzt nicht. Ich glaube, den brauchen wir auch nicht, um rauszukommen. Hey. Sehr schön, Mädels. Habt ihr gut gemacht. Und wieder raus. Und zurück nach Yahara. Erstmal kurz gucken, ob hier... Siehst du, da steht nämlich ein Töpfchen rum. Das nehmen wir mal mit. Das von hier an. Nee, das ist zu weit weg, oder? Den kriege ich von hier nicht angegriffen. Schade, wäre eigentlich lustig. Ja. Na komm, ich bringe dich mal zurück. Auf nach Yahara wieder. Ein bisschen was einheimsen für den Mob und dann schauen wir mal, was für Mobs wir sonst noch haben.
Da gibt's nur ohne Schokobo. Dann steigen wir halt ab. Was? Ich hab doch nicht gegähnt. So. Einmal Kohlen holen und was es sonst noch gibt für den Mob. Geld gibt's Gott sei Dank immer. Ey, hallo, du. Ja. Du hast also Ishtam geschlagen? Durch tapfere Tat. Ich danke dir von ganzem Herzen. Du verdienst es, die ganze Geschichte zu erfahren. Ishtam war eine Manifestation der Seelen in den Minen gestorbener Garif. So oblag es wohl uns, ihn unschädlich zu machen. Doch den Geist anzugreifen, es hätte bedeutet, sich gegen die Ahnen zu erheben. Dann kamst du, der dein Schicksal mit Yahara verbunden scheint. Vielleicht war auch dies das Werk der Ahnen. Unser Dank ist grenzenlos. 1300 Gil, ein Äther und ein Seelenpuder. Was ist denn Seelenpuder? Ja, ich glaube, das war gerade, weil ich ihn nochmal angequatscht habe. Was ist denn Seelenpuder? Das werden wir gleich beim Verkaufen sehen. So, was hast du denn Feines im Angebot? Schlecht. Eigentlich kann ich das auch verkaufen, oder? Brauchen wir nicht. Geil. Ist das viel, viel wert. Materialisierte getrocknete Ausdünstung einer Seele. Damit eingepudert beschwört man einen Doppelgänger, der alles Unheil auf sich lenkt. Aha. Ich glaube, hier gibt es auch nichts Spannendes. Ja, nein, da war ja schon was Besseres in Dings. Hier, Schutzküras. Lauf ich davon noch ein paar? Zwei kann ich mir wieder leisten. Ja. Einmal du und einmal du. So, dann heißt es wieder verkaufen. Kann ich mir nochmal einen leisten. Den kriegst dann du und dann fehlt nur noch Penelo. Wenn ich hier ihren jetzt abnehme, kann ich mir einen neuen leisten für sie. Ausrüsten. Penelo ablegen. Goldführers. Kaufen. Goldführers. Kaufen. Halt, falsch. Nein, das ist Gold. Wir wollen den haben. So. Ja, ja, ja. Ist mir bekannt. Ist mir bekannt. So, was für Mobs haben wir denn noch? Ah, schon wieder der falsche Knopf. Ich hab's einfach drauf mit dem falschen Knopf. Mobliste. Budgerber könnten wir jetzt. Da bin ich aber schon fast geneigt, den Flug zu nehmen. Weil wir müssen ja auch noch... Wir müssen nicht, wir können. Aber wir wollen ja auch das mit den Schwestern machen. Die auf den Rundflügen immer da sind.
Das heißt, wir porten uns nach Rabanasta. Können da auch nochmal fix speichern. So, ich speichere fix. Und muss dann auch mal schnell wohin. Und bin gleich wieder da. Bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder. Und wir gehen jetzt ins Flugterminal. Was gar nicht hier ist. Halt. Dann lassen wir uns da halt hin transportieren. So. Haben wir eigentlich noch genug Geld, um nach Bujerba zu fliegen? Das wird sich gleich zeigen, würde ich sagen. Nalbina. Wir könnten noch mal nach Nalbina, wenn das geht. Aber erstmal nach Bujerba. Ja. Ah, 200 Geld. Ja, die haben wir noch. Ich nehme den Standardflug natürlich. Wir wollen ja eventuell mit der Schwester reden, wenn das denn nicht die ist, die uns drum gebeten hat, mit den Schwestern zu reden. Das werden wir gleich sehen. Mir fällt gerade auf, ich hätte mir gleich mal was Neues zu trinken organisieren können. Na, egal. Ich glaube, allzu lange nehme ich jetzt eh nicht mehr auf. Sind ja schon wieder fast 3 Stunden. Muss das ja auch noch alles gerendert kriegen. Ja, das hatten wir auch schon mal. Da lang müssen wir. Da lang müssen wir. Und dann gucken wir mal. Chefstewardess. Nein. Barkeeper. Was macht der hier? Kleiner Strolch? Hehehe, hier sieht's keiner. Ich ritz hier meinen Namen ein und klebe ein Kaugummi drüber. Den ich dann via Siegelwachs benutze. Was willst du? Geh weg! Sehr gut. Okay, also scheint das hier schon mal keine andere Schwester zu sein, nehme ich mal an. Ja. Ist das schon mal keine andere Stewardess, sondern die, die uns wahrscheinlich den Auftrag gegeben hat oder uns darum gebeten hat, besser gesagt. Ja. Hätten wir uns auch teleportieren können. Egal, so haben wir einen Telepostein gespart. Egal, wir können ja auch vor den Minen noch speichern. Wir brauchen ja gar nicht hier speichern. Wir brauchen hier ja gar nicht speichern. Nein, falscher Knopf. Ich habe ein Talent dafür. Geradeaus und dann erstmal bis ganz nach unten in das Gebiet. Okay. Erstmal 1000 Stufen hoch. Hier rein. So. Ganz nach unten. Nein, nicht da. Hier. Hier sind wir richtig.
Residenz der irgendwas. Ich drücke immer zu schnell, um den Namen zu lesen. Oh, ihre Sohnemannse sind weg. Bist du ein Clan-Mitglied? Kannst du mir helfen? Ich hoffe. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Bitte rette Elrond und Kite. Hey, Nirei, der Reihe nach. Der Bub weiß doch schon gar nicht mehr, wo ihm der Kopf steht. Ja, ich als Mutter sollte Ruhe bewahren. Meine Kinder sind in die Lusumin gegangen und kommen nicht mehr zurück. Und Schlimmes geht in den dunklen Schächten der Lusumin um. Der Ameisenlöwe treibt dort sein Unwesen. Ein sehr gefährliches Monster. Die zu unserem Schutz errichtete magische Barriere durchbrach er und auch die Forscher, die man entsandte, schlug er in die Flucht. Einige Minenarbeiter wollen meine zwei Kinder gesehen haben, wie sie tiefer an das Bergwerk gegangen sind. Zu allem Übel haben sie den Schlüssel mitgenommen, der ihnen Tür und Tor zu den in der Tiefe liegenden Stollen öffnet. Was soll nur geschehen? Was soll ich bloß tun? Kite, Elrond! Wir dürfen keine Zeit verlieren. Es geht um das Leben zweier Kinder, doch allein sind wir dem Ameisenlöwen nicht gewachsen. Und so berieten mich die lieben Mogris und stellten den Kontakt zu Mont Blanc her. Bitte, rette meine Kinder, bitte! Wir tun, was wir können. Hier, das ist der Schlüssel für das Gatter in Flöz 2. Öffne es, um in Flöz 3 zu gelangen und die finsteren Tiefen der Schächte und Stollen auszuleuchten. Den Flöz 3 Schlüssel erhalten. Und nichts von wegen Jagd auf. Rette meine Kinder, sie sind mein Ein und Alles. Hätte ich bloß nicht so bitterböse mit ihnen geschimpft wegen einer Flasche Bujerba-Tropfe. Ach, die Geschichte immer noch. Irgendwie fehlt doch aber gerade das Jagd auf Ameisenlöwe, oder? Zu den Minen also. Müssten wir ja eigentlich... Müssen wir da hier lang? Ja, ne? Genau, müssen wir hier lang? Erst hier längs. Dann da längs. Und dann hier quer. Was ich verkaufen kann. Nee, habe ich nicht, oder? Nee, habe ich nicht. Einmal speichern. Ja, speichern. Speichern. Ich bin überhaupt nicht müde. Früh um 11. So, Flöz 3 also. Muss ja dann ein Stück der Minen sein, wo wir noch nicht waren. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Wir haben ja eine Kupo. Transportroute 1. Taschebrücke. Das ist Flöz 9. Da wollen wir nicht hin. Flöz 2. Und das ist Flöz 3. Okay. Das heißt, hier muss ja... hier muss ja dann irgendwann nochmal ein Mob kommen. Damit wir einen Grund haben, in Flöz 9 zu gehen. Oder sehe ich das falsch? Oh, Level 7. Wie süß. Oh, macht sogar 0 Schaden. Doch so viel. Bäm, ist weggesammelt. Oh, beim Slugsy muss ich schon zweimal angreifen. Was, sie hat gleich beide getötet? Habe ich das jetzt richtig erkannt? Ich muss
Ich will gleich erstmal schnell was zu trinken holen. Erstmal hier noch durch. Ja, nun. Achso, ich war nicht. Ach, ich hab die da hinten. Ah, sag das doch, dass ich die da hinten angewählt habe. Hat die was gedropst? Nein. Was kommt da angeflogen? Noch eine Fledermaus.